Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Und ja, ich habe ein bisschen länger Pause gemacht. Ich weiß auch nicht, ob die so weitergeht, aber ich habe gerade ein Thema gehabt, das mich ehrlich gesagt aufregt. Und zwar richtig aufregt, weil man mich dadurch natürlich zum größten Deppen und Idioten hingestellt hat. Und zwar ging es um Minecraft. Und jetzt glauben tatsächlich einige Leute, wovon ich eigentlich ausgehe, dass die relativ viel Ahnung haben, also vom Allgemeinen, vom Leben und so weiter und so fort, denken sehr logisch, sind also eigentlich gar nicht dumm. Also überhaupt nicht. Aber so eine Leute behaupten jetzt allen Ernstes, und das regt mich richtig auf, Minecraft ist ein Jump-and-Run-Game, also ein Genre aus dem Jump'n'Run, und das ist Minecraft definitiv nicht. Minecraft ist ein Open-World-Spiel und ein Rollenspiel und behandelt die Thematik Fantasie. Und wie kommen jetzt die Leute darauf zu behaupten, es sei ein Jump'n'Run? Nun, in Minecraft kann man springen. Hier, ja, mache ich gerade, springen. Und man kann hier laufen, man kann auch rennen und beim Rennen kann man natürlich auch springen. Reicht das schon, um ein Spiel als Jump'n'Run? Nein. Es gibt nämlich auf diversen Servern diese Möglichkeit, Jump'n'Run-Maps zu begehen, sage ich mal. Die kann man sich auch einzeln runterladen, wenn man die alleine spielen will oder halt auf seinen Server verbauen will, je nachdem. Macht es das nun doch noch zum Jump'n'Run? Ich sage nein. Es bleibt ein Open-World-Spiel und ein Rollenspiel. Nur weil ich hier springen und auch rennen kann und springen und rennen, ist es kein Jump'n'Run. Auch nicht, wenn es Maps dafür gibt. Das sind Fanprojekte, einfach nur Projekte, mehr nicht. Es ist nichts weiter. Es ist einfach nur, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, echt nicht. Und dann muss ich mich da auch noch doof anmachen lassen, dass ich keine Ahnung habe, weil irgendwelche Fanprojekte unzählige Projekte halt für Jump'n'Run-Maps erstellen und dann ist das auf einmal ein Genre, das von Minecraft ausgeht, was überhaupt gar nicht der Fall ist. Und dann muss ich mir reindrücken lassen, dass ich irgendjemand meine Meinung aufdrücken will, nur weil ich die Fakten erzähle. Also ja, hier, es ist notwendig, dass ich springe und dabei auch vorwärts gehe. Es ist aber nicht notwendig, wenn ich hier jetzt sowas baue und hier oben mal ein bisschen raufspringe, dann halt mache ich das nicht, weil es ein Jump'n'Run ist. Wenn ich baue, dann baue ich einfach. Ein Jump'n'Run ist, wenn ich einfach nur, sagen wir mal, meistens, in den meisten Spielen, früher zumindest war es so, in einer Richtung gehe, immer irgendwelchen Hindernissen aus dem Weg gehe. Das war damals noch alles 2D. Und in 3D gibt es das natürlich auch, in Form von Mario meistens. Oder auch Sonic, je nachdem, welche Spiele man halt davon spielt. Hauptsächlich mit dem Ziel halt laufen, springen und Klarkeks, um überhaupt voranzukommen. Bei Minecraft kommst du auch ohne Springen voran. Also es gibt Stellen, da musst du einfach springen. Da musst du vielleicht auch mal rumgraben oder laufen oder was auch immer. Es ist alles nicht von der Hand zu weisen, aber Minecraft zählt definitiv nicht zu dem Genre Jump'n'Run. Auch wenn es manche Leute gern so hätten. Und zwar fing das Thema damit eigentlich an, das ist, ja, wie soll ich sagen, es ging eigentlich um einen dummen, verfickten Server. Wie sowas das jetzt genau anfing, sag ich hier jetzt nicht, das sind andere Themen noch drin verknüpft, aber es ging halt darum, dass ich halt keine Ahnung davon habe. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich keine Ahnung davon habe und, selbst Google sagt nicht, dass Minecraft, also ich habe keine Seite gefunden, wo drin steht, Minecraft ist ein Jump'n'Run. Habe ich nicht gefunden. Ich habe extra danach geguckt, ist Minecraft ein Jump'n'Run? Es gibt maximal die Treffer, irgendwelche Maps, irgendwelche Videos zu irgendwelchen Maps oder sonstiges. Aber es wird nirgendwo definiert, Minecraft ist ein Jump'n'Run. Man kann es so gestalten, natürlich kann man das. Es ist ja auch ein Fantasy-Spiel, ein Rollenspiel, du kannst hier machen, was du willst. Rollenspiele heißt natürlich auch, dass du verschiedene Rollen einnehmen kannst, sofern du es denn auch möchtest und kannst und auch immer, wie auch immer, gestaltest oder was auch immer. Aber es macht es halt nicht zu einem potenziellen Jump'n'Run. Das ist was vollkommen anderes.
Und ich weiß einfach nicht, wie die Leute auf so einen Schwachsinn einfach nur kommen. Nur weil sie irgendwo auf dem Server irgend so eine Scheiß-Map spielen, ganz im Ernst. Es fing teilweise damit an, dass ich sagte, dass ich auf diesen Jump'n'Run einfach nicht klarkomme. Es ist scheiße für mich, ja? Minecraft als Jump'n'Run-Map, scheiße. Diese ganze Funktion mit Rennen und Springen, das klappt so nicht. Weiß ich nicht, manche können es, wenn sie jahrelang üben. Aber in der Regel, ja. Nehmen wir mal als Beispiel Ori the Blind Forest oder wie es hieß. Ging ja damals auch, wo es rauskam, viral. Das ist ein, sagen wir mal, modernes Jump'n'Run-Spiel. Das ist ein Jump'n'Run. Wirklich mit auch Hindernisse, wo du tatsächlich rennen musst die ganze Zeit mehr oder weniger, wo du die ganze Zeit mehr oder weniger auch springen musst, wo es Pflicht ist. Bei Minecraft ist das keine Pflicht. Das ist nicht der Inhalt von Minecraft, die ganze Zeit zu springen und zu rennen. Du kannst es so machen, musst du aber nicht. Dann hast du hier aber auch wahrscheinlich nicht so eine Speise-Dingens, wo du erstmal essen musst, damit du wieder rennen kannst, weil wäre bei einem Jump'n'Run irgendwie schwachsinnig, wenn du rennen musst und erstmal verlangsamt gehst. Hier, wenn man, kann ich ja gerade nicht, frisst oder so, das geht nicht. Es ist und bleibt kein Jump'n'Run, egal. Was geht denn den Leuten vor? Ganz ehrlich, das regt mich so tierisch auf. Und deswegen, allen Ernstes, wegen so einem Scheiß, habe ich dann auch noch mit einer Person, die mir eigentlich relativ sehr wichtig ist, Stress, weil ich ja von nichts eine Ahnung habe und so dumm bin oder keine Ahnung, was das soll. Ganz ehrlich, ich will mal an dieser Stelle sagen, dann hat diese Person davon halt keine Ahnung. Aber mir zu unterstellen, dass ich keine Ahnung habe, nur weil ich mit der Steuerung bei Jump'n'Run-Maps nicht zurechtkomme, weil es einfach mal nicht dafür ausgelegt ist im Groben und Ganzen. Ich weiß nicht. Aber ich drücke anderen meine Meinung rein, ich mache sonst was. Könnt ihr auch gerne, vielleicht liege ich ja falsch, vielleicht können wir so machen. Es gibt ja einige Minecraft-Spieler, beziehungsweise einige wenige Leute, die meine Videos verfolgen. Und da könnt ihr gerne auch mal unter die Kommentare schreiben, ey, du bist so ein Spast. Also jetzt natürlich nicht so extrem, ne, aber ein bisschen auffälliger könnt ihr das schon machen. Solange es nicht übertrieben ist, ja. Könnt ihr mir ja sagen, du bist so ein Spast, das ist ein Jump'n'Run. Und ja. Wollen wir mal sehen, wie viele der Meinung sind. Natürlich können ebenso auch die Leute schreiben, das wäre sogar besser, die sagen, nein, ich habe recht, das ist kein Jump'n'Run. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Wobei der Fakt ja eigentlich schon im Internet steht, es ist offiziell kein Jump'n'Run. Auch wenn es Fanleute gern so haben wollen, möchten, wie auch immer. Ich habe die Regeln nicht gemacht, es ist einfach mal eine Tatsache. Und da brauche ich mir von niemandem anzuhören, wie dumm ich doch bin, wenn ich Tatsachen vertrete und offensichtliche Sachen. Hier, ich, selbst wenn ich im Wasser bin, ich muss nicht springen, ich kann es aber tun, um wieder rauszukommen. Es ist, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und auch wenn man baut, wie gesagt, wenn man baut, nimmt man sich meistens Zeit und natürlich muss man springen, um hochzukommen. Man könnte aber auch Treppen setzen und kann sich das Springen sparen und die Treppen dann wieder abbauen hinter sich. Kann man machen, wie man will, also ganz ehrlich. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das Video geht. Was haben wir hier zuletzt eigentlich gemacht? Es ist so lange her. Nehme ich hier gleich mal voll mit auf, weißt du? Dann habe ich hier vielleicht mal ein paar Videos wieder zusammen oder so, keine Ahnung. Ja, ich muss da erstmal drauf klarkommen, weil das ist Minecraft ein Jump'n'Run, also jetzt geht's los. Ja, Pokémon ist natürlich auch ein Jump'n'Run, ihr wisst ja, es gibt seit, ich glaube, Rubin und Saphir gibt es ja auch so ein Fahrrad, damit kann man springen. Und dann ist das halt nicht wirklich Jump'n'Run, sondern Roll and Run, weil wenn du auf dem Fahrrad sitzt, kannst du halt so besonders springen, damit du auf manche Hindernisse kommst. Und was haben wir denn noch? Ach ja, bei Pokémon kannst du auch über... Kennt ihr die Wege, wo da diese sagen wir mal, ja, schön, dass ich es mit den Fingern zeige, sieht eh keiner. Da gibt es doch diese kleinen Hügel, wo man rüberspringen kann. Also geht natürlich immer nur in eine Richtung. Aber wenn man da irgendwo ganz hoch nimmt, ich nehme da mal als Beispiel die Stelle Vatania City nach Alabastia, ja, zum Beispiel.
Dann läuft man einfach runter und springt da mal runter, dann hast du auch deinen Jump'n'Run oder was soll das sein? Ganz im Ernst, das sind Sachen. Devil May Cry, da kannst du auch springen. Ist das ein Jump'n'Run? Ich glaube ja nicht. Aber na gut. Bin da jetzt auch nicht so der Experte bei dem Spiel, kann es sogar sein. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Aber wenn ich eins weiß, dann ist es Minecraft. Tut sicher kein Jump'n'Run. So, wir haben da drüben ein Haus gebaut mit Kisten. In die Kisten wollten wir reinstellen alles, was wir von Tieren ernten. Und in den Zaundingern wollten wir Tiere reinsetzen. So viel weiß ich. Aber was hatten wir uns eigentlich vorgenommen? Ich sollte mir die alten Videos irgendwann nochmal angucken. Ich habe ja so lange schon nicht mehr aufgenommen. Alter Falter. War gleich so ein komisches Thema. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal ins Bett. Aber waren wir schon, ne? So, dann gucken wir halt mal hier mal. Also. Haus. Das Dach sieht scheiße aus. So, und das sieht eigentlich relativ gut aus. Mehr oder weniger. So, also Haus. Wollten wir vielleicht einen Untergrunddurchweg machen? Ich habe keine Ahnung. Fackeln sind da, soweit ich sehe, erstmal genug. Tiere holen wir da noch nicht rauf, denke ich mal. Ich glaube, das Haus sollten wir erstmal entlassen. Konnte man nicht irgendwie zoomen? Mit C? Nee. Mit X? Nee, mit V. Bin ich jetzt blöd? Okay, zoomen können wir auch nicht mehr. Warum auch immer. Schon wieder fressen. Was wollten wir denn machen letztens? Sag mal, ganz schnell. Was fehlt uns denn? So, und jetzt wird natürlich geschrieben in Facebook, was sehr gut ist. Ich hoffe, das geht hier jetzt nicht so oft, weil, nö. Ja, ich habe keine Ahnung. So was, ich stelle mich da drüben ins Haus rein. Beende hier die Aufnahme und mach später weiter, oder? Ich glaube, das ist ganz gut. Na, mein Facebook kommt jetzt natürlich auch gedüdel. Ja gut, ist vielleicht wichtig, keine Ahnung. Vielleicht muss ich mir die nächste Portion Ärger abholen dafür, dass ich gewagt habe zu sagen, dass Minecraft kein Jump'n'Run ist. Ich weiß es nicht. Ich, ganz ehrlich, das regt mich so auf die Scheiße. Okay, bis zum nächsten Mal. Wenn das Video eine Folge lang ist, schicke ich es raus. Ansonsten schneide ich hier die nächste Sache dann gleich mit ran, werden wir dann sehen. Also, ja, bis dann. Tschüss.